So, wir haben was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Das machen wir normalerweise gar nicht. Ja. Wir haben das Fahrzeug mal kurz gesperrt, weil dieses Fahrzeug hier ist eines der am meisten umlagertsten Fahrzeuge auf der ganzen Messe. Muss man schon behaupten, es ist der Outlaw. Wir haben ein Spezialistenfahrzeug, bei dem die Heckgarage quasi luftmäßig abgeschlossen ist. Und das ist eine Besonderheit, denn üblicherweise hat man zwar große Heckgaragen, die sind aber nicht gasdicht bzw. luftdicht abgeschlossen. Das hat einen Grund. Ich grüße dich, Stefan. Hallo. Servus, Sven. Also, ganz besonderes Fahrzeug, Weinsberg Cara Compact Edition Outlaw. Das Fahrzeug ist extra dafür gebaut worden, dass Camper ihr Zweirad mitnehmen können, ihr Motorrad mitnehmen können. Und weil du ja, wenn du jetzt normalerweise die Hecktüren nutzt und die Lade, die Heckgarage nutzt, dann hast du natürlich immer mal so ein bisschen Kraftstoff, Öl, Gummiabrieb, die Gerüche. Und deswegen haben wir da hinten eine Heckgarage rein, die ist gasdicht. Das Fahrzeug hier ist ungefähr 6,38 Meter lang und hat drei Schlafplätze. Und das Fahrzeug kommt also mit einem ganz eigenen Layout, hat aber trotz alledem ein richtiges Bett, eine richtige Küche, ein richtiges Badezimmer, eine Sitzecke und alles. Und das Spannende, die natürlichen Talente dieses Fahrzeugs liegen im Heck. Und das müssen wir uns dringend gleich mal angucken, weil hier siehst du jetzt den Eingangsbereich mit dem Küchenblock. Da siehst du auch schon die Leiter, wo es dann hochgeht zum Bett. Und wenn du weiter rumschwenkst... Stefan, darf ich dir mal ein großes Kompliment machen? Das hier ist ein Fahrzeug, bei dem mich viele Selbstausbauer angeschrieben haben und gesagt haben, dass das ein Serienfertiger macht, ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil das kommt eigentlich aus der Spezialistenausbaubranche, die dann sagen, ich baue mir so ein Fahrzeug selber, weil es sowas nicht gibt. Ja? Und ihr habt wirklich danach gehört, was die Leute wollen. Oder? Und dann? Ich verrate dir ein Geheimnis, Sven. Es ist so, der zuständige Produktmanager fährt selber gerne Enduro und sein Sohn auch. Und er hat sich einfach das Auto gebaut, was er gut gebrauchen könnte. Und herausgekommen ist eben der Weinsberg Outlaw. Und der Vorteil ist für unsere Kunden. So, und jetzt schau dir mal an. Das ist eine richtige Heckgarage. Ja, das ist eine Werkstatt. Mit dem Riffelblech. Und da gibt es auch oben noch Möglichkeiten, mal einen Schraubstock zu installieren und ein bisschen Werkzeugwände. Na, du kannst dir vorstellen, das Fahrzeug wird übrigens auch von unserem Verband CIVD, vom Caravaning Industrieverband, als Promotion-Fahrzeug genutzt, um den neuen Ausbildungsberuf des Caravan-Technikers zu promoten. Da ist dann eine Werkbank drin, da hängen Werkzeuge an der Wand und die fahren also zu bestimmten Ausbildungsmessen und anderen Messen und stellen sozusagen diesen neuen Beruf vor. Kommen wir zurück zum Caratour. Auch hier haben wir eine Rampe. In dem Fall ist es eine Klapprampe, die ich Achtern auflegen kann. Und auch hier habe ich, je nachdem, wie viel Motorradhalterungen ich montiere, die Möglichkeit, zwei Fahrzeuge unterzubringen. Und du siehst es auch, die Tür, die große hier, auch die ist mit Gummidichtung abgedichtet nach vorne zum Fahrgastraum, wie der gesamte Heckbereich, dass also wirklich keine Geruchsbelästigung beim Schlafen entstehen kann. Was ich toll finde, ist natürlich die Möglichkeit, das auch als Spielzeugtransporter zu verwenden. Es gibt ja nicht nur Motorräder, sondern du kannst da zum Beispiel auch jede Menge Mountainbikes reinmachen, inklusive der ganzen Werkstatt. Mountainbiking kommt ja immer mehr, Elektromobilität. Da wäre es vielleicht gar nicht mehr notwendig gewesen, aber das hier, das schreit doch schon ins Auge der Betrachter, die, sage ich mal, so werkstattähnlich unterwegs sein möchten und nicht einen typischen Camper haben möchten. Die wollen beides haben. Das erinnert mich so ein bisschen an den Pferdesport, wo die Pferde hinten drin sind und da wird auch noch drin geschlafen. Ihr habt aber eine Lösung gemacht, das sieht man gleich. Wir haben ein H3-Dach, nehme ich an, hier drin. Ja. So, und da können Leute, extrem lange Leute auch drin stehen und extrem lange Leute auch drin schlafen. Das werden wir gleich mal sehen. Also Hut ab, es ist eines der am meisten geschauten Videos überhaupt bei uns auf dem Kanal, was die Kastenwagen angeht, weil alles ein bisschen anders gedacht ist und ganz ehrlich, ihr habt beim Preis die Kirche im Dorf gelassen. Das ist ja auch oft das Problem, du hast Spezialfahrzeuge, da steht denn eine 1 davor und das haben wir hier nicht. Viele Nullen, richtig, das Fahrzeug startet so bei um bei rum knapp etwas über 60.000 Euro. Überleg mal, 60.000 Euro, dafür kann man es nicht selber bauen. Genau, und es ist ja schon fertig ausgebaut, du kannst sagen, eigentlich musst du nur noch ein bisschen Werkzeug hinten rein und einen kleinen Schraubstock und dann bist du eigentlich ready to go. Und ja klar, in den Fahrerlagern am Wochenende auf den Rennstrecken siehst du das Fahrzeug natürlich sehr viel.
So, wenn du mal gerade hier drückst, technische Daten. Sehr gerne. Ihr habt, ich glaube, seit im letzten Jahr habt ihr so Touchscreens im Einsatz. Hat sich das bewährt? Weil das ist doch sehr, sehr interaktiv. Kommen die Leute damit klar? Absolut, das ist selbsterklärend, weil ich gehe auf den Home-Button und dann wird mir angeboten, technische Daten, Serienausstattung, was gibt es an möglichen Extras und für die Schnäppchenjäger immer interessant, was gibt es denn für Besonderheiten bei der Messe? Gibt es irgend noch was so on top? Ne? Darf ich das mal sehen, die Aktion? Gucken wir doch einmal rein und schau mal da. Lithium-Ionen-Aufbaubatterien, ne, für 690 Euro. Die kosten normalerweise das Doppelte. Bei, was hat sie, 100 Amperestunden, würde ich vermuten. So eine Batterie kostet locker 1500, 1600 Euro normalerweise. Ist jetzt auch keine China-Batterie, sondern das ist eine zertifizierte Batterie, also die wir auch einbauen dürfen. Weil mir Leute immer sagen, ah, die kriege ich schon im Internet XY. Dann ist oft so, ich sag mal, der Versand aus irgendeinem Land, den ich nicht kenne, das habe ich gemerkt. Also das ist eine Batterie, die ihr auch ganz normal verwendet, also ab Werk. Also man muss der Fairness halber sagen, China-Ware, die bauen auch Qualität. Nein, die kommen ja alle aus China letztendlich, ja. Aber viele. Zum Beispiel, das ist jetzt von unserem Partner Active. Und das Schöne an diesen Batterien ist, sie haben ein eingebautes Bluetooth-Modul. Und ich kann also per App auf meinem Smartphone jederzeit den Ladezustand, die Anzahl der Ladezyklen und die aktuelle Bordspannung abfragen. Super praktisch, finde ich sehr schön. Sind viel leichter, sind also locker ein Drittel leichter als eine normale AGM oder noch schlimmer. 28 Kilo Gewichtseinsparung. So, ja, die steht hier. Ja, das kommt schon. Also das ist schon ziemlich gut, das Display. Dann gibt es eine Klimaanlage, das nehmen ja auch viele gut beim H3, würde ich den immer gucken. Ja. Und dann sieht man ganz kurz die technischen Daten. Beim Thema Zuladung, da muss man meistens noch irgendwelche AGBs akzeptieren, denn das ist kein simples Thema, was man hat. Aber es ist relativ einfach. Schau mal hier, das sind 500 Kilo. Eine halbe Tonne. Wow. So, wir gehen rein. Erstmal die Kollegin, vielen Dank für das Freihalten. Es ist enorm umlagert, das Fahrzeug. Also alle Leute wollen reinschauen, oder? Ja, total. Ich glaube, es macht auch der Preis 60.000 Euro für so ein Riesending, mit dem ich ein Motorrad transportieren kann, drin schlafen kann. Und es sieht nicht aus wie so ein typischer Camper. Es ist ganz anders gebaut, oder? Mhm. Ja, also es hat eben das Doppelbett hinten. Und für Motorradfahrer ist es einfach das tollste Ding, was sie jemand mithaben können. Das ist auch das, was ich ganz oft habe. Also mich fragen ja auch immer Leute und sogar Freunde hier, du drehst auch diese Camper-Videos, ich habe ein Motorrad, was würdest du denn nehmen? Und da ist für mich ganz klar, der Outlaw, der ist gesetzt. Also das muss ich schon sagen. Und das ist ja mal ein Bett, das muss man schon sagen, oder? Es ist ein ungemein praktisches Auto, das viele Anwendungen hat. Ne? Wie gesagt, du musst ja nicht dein Motorrad mitnehmen, du kannst auch dein Quad mitnehmen oder du stellst da drei Pedelecs rein. Ja, das geht ja alles. Und trotzdem hast du eben vollwertiges Schlafzimmer. Du hast ein vollwertiges Badezimmer, eine Küche, eine Sitzecke. Es ist und dann noch die enorme Stehhöhe. Und ich zeig das mal gerade. Du bist, wie groß bist du denn? 1,88. Jetzt guck mal, das sind ja aber mal locker, 30 Zentimeter noch. Und die hast du auch in der Dusche, die Stehhöhe. Das ist ja das Geniale. Das heißt, du musst da nicht irgendwie rumfummeln. Das geht einfach. Der Deckenschrank, der ist so groß. Das haben wir gestern moderiert im Rundgang noch, weißt du? Genau, ne? Also da ist auch nochmal ordentlich Ablagefläche. Und natürlich kannst du hier auch noch einen Fernseher reinhaben, wenn du unbedingt haben möchtest. Ja? Es gibt natürlich immer noch vielfältigste Ausstattungsmöglichkeiten. Und das ist ein rundum tolles Angebot für die Leute, die dieses Problem Transport von Fahrzeugen haben. Der hat eine Dieselheizung drin, das heißt, ich bin auch noch stark unabhängig in Sachen Versorgung. Ne? Ich brauche also nur eine kleine Gasflasche für den Kocher. Genau, wenn du mal kurz vorgehst in das Badezimmer bitte, sei mal so nett. Ja, gern. Denn wir haben hier einige... Leiter. Einige Spezialdinge, die hier verbaut sind, unter anderem ein Vitri-Frigo-Kühlschrank, dazu kommen wir gleich. Ja. Und das Badezimmer, auch das hat diese enorme Stehhöhe. Genau, das hat eine enorme Stehhöhe, das kann ich einmal mit einem Duschvorhang abtrennen. Ich habe Waschbecken, ich habe Toilette, die Toilette lässt sich drehen, ich stehe in der Duschkabine. Und was so ganz typisch ist, und das zeigt doch mal bitte näher, bei Knaus und bei Weinsberg, bei unseren Fahrzeugen, sind immer zwei Abläufe in der Duschwanne. Du stehst gerne mal ein bisschen schräge, dann stehst du in der eigenen Brühe. Das ist nicht so schön. Deswegen haben wir grundsätzlich zwei Abläufe. Guck mal, wie groß das ist. Wenn du mal gerade ganz kurz mal reingehst, bitte. Du bist 1,90 Meter fast, oder? Fast, 1,88 Meter. Also genau mit den Absätzen. Ja. Und hier, guck mal, also liebe 2 Meter Leute. Ich kenne nur einen Wettbewerber, der so ein ähnliches Auto hat in der Höhe. Mhm. Und... ja, also ich
bin ziemlich begeistert. Am meisten begeistert mich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man sagen. Ich glaube, würde das Auto 100.000 kosten, wäre es vielleicht nicht so erfolgreich. Aber für 60, sagen wir mal realistisch, schön ausgestattet, 70, kriegst du ein, oder? Ja. Kriegst ein tolles Fahrzeug. Ein schönes Fahrzeug. Da kommt übrigens die Leiter rein, genau, habe ich gerade gesehen. Leiter, das ist auch eine Kleinigkeit, ne? Aber auch da wieder von Camper für Camper. Die Leiter findet ihren Platz hier an den Halterungen, wird dann unten mit einem kleinen Riemen auch noch gesichert, damit es nicht klappert. Wunderbar. So, hier sieht man also, ihr habt einen wunderbaren Kühlschrank eingebaut. Mal gucken, ob wir den gleich noch öffnen können, wenn die Leiter da ist. Okay, schauen wir mal rein. Schauen wir mal. Die Kollegin ja auch noch ein Bier hinterlassen. Stefan, wir stellen wir mal ran. Und da ist natürlich ein Kompressorkühlschrank von Vitri Frigo drin, der genau. Höchsten Güte. Klassisch, also 70 Liter, wahrscheinlich mit einem Gefrierfach, mit einem kleinen auch noch. Das ist Standard bei uns. Und insofern vollwertig nutzbar für zwei Leute, vollkommen ausreichend. Ja, CPL, das ist ein Wundermaterial. Also wer sich auskennt, wenn du hier mal dagegen kommst, auch mal mit einem scharfen Gegenstand, da passiert nicht direkt was. Genau, das ist der Trick an dem Material, gerade bei den Stellen, wo es möglicherweise mal gefährlich werden könnte. Weil nichts ist ärgerlicher, du bleibst irgendwo mit einer scharfen Kante hängen und hast dann da einen Kratzer, auf den du immer guckst, das ist ärgerlich und deswegen CPL-Beschichtung viel, viel robuster. Ja, ihr habt eine D4, das ist die neue, sieht man sogar, mit Höhenkit, also ich brauche mich um gar nichts mehr zu kümmern bei der Dieselheizung, das ist wirklich enorm, also Truma entwickelt ihre Sachen auch ständig weiter und das ist gerade die Dieselheizung, da muss der Tank natürlich mitspielen, all das, aber du bist hier in einem Fahrzeug, ganz ehrlich, viele nutzen wahrscheinlich das Fahrzeug hier als einziges Fahrzeug, wenn die so Biker sind unterwegs und haben die optimale Lösung, mal kurz an den Gardasee zu fahren und da Biketouren zu machen. Ja, und vor allem, es sind auch ganz, ganz viele wirklich so Hobby-Rennfahrer bis hin zu den Profis, die einfach sagen, das ist mein Werkzeug, das ist mein Arbeitsmittel. Ja? Ich muss am Wochenende auf der Rennstrecke sein und mein Motorrad muss auch dabei sein und deswegen ist das natürlich ein super ideales Fahrzeug dafür. Ja, kleiner Fun-Fact, ihr habt die wichtigsten Stellen, wo dann die Füße drauf liegen, die sind nochmal mit den Luftschläuchen versehen von der Dieselheizung, sodass sich das auch ein bisschen aufwärmt. Und die Bodenplatte, auch die ist in Sandwich-Bauweise. Das bedeutet, da kommt ja nicht direkt die Kälte von unten ungehindert rüber. Genau, die Bodenplatte ist natürlich auch ein mehrlagiger Sandwich. Und unter der Bodenplatte, unter dem Chassis, liegen ja auch noch der Frischwasser- und der Brauchwassertank. Die sind natürlich bei uns immer isoliert unter einer Haube und hängen auch an dem Heizungssystem dran. Das heißt, dass die Fahrzeuge auch winterfest sind und dass mir mein Abwasser und mein Frischwasser, ich glaube, es sind 105 Liter, der Frischwassertank, nicht einfrieren im Winter. So, vielen Dank für die tolle Information. Vielen Dank auch an die Kollegin. Wir geben das Fahrzeug wieder frei. Jetzt sollte es keine Sekunde dauern. Wir können ja mal zuschauen. Wir haben heute Morgen einen kleinen Film gedreht. Wir haben es genannt, die Zombie-Apokalypse. Wir haben das Öffnen der Türen gefilmt, ja, in Halle 1. Ja, das war wahrscheinlich wie eine Stampede, würde ich mal sagen, oder? Das ist Wahnsinn. Also hier diese Messe. Ich meine, du siehst das, du bist jetzt, je nachdem, wo man guckt, entweder im Prinzip die letzte Halle oder die erste, je nachdem, welchen Eingang du nimmst. Eingang Süd, glaube ich, die erste, oder? Wir sind hier an West, Ost ist die andere Seite. Oh je, tut mir leid. Und von West fällst du direkt hier in die Halle 10 und jeder Besucher ist willkommen. Die Messe geht ja noch bis morgen um 18 Uhr. Ja, Outlaw, also gut, dass der Kollege das entwickelt hat. Oft ist es ja so bei Mercedes-Benz, wir waren im Museum und bei Porsche. Porsche hat ja Werksfahrer, die haben eigene Modelle gebaut und aus diesen ist einiges dann entstanden. Also von Camper für Camper? So war das Motto, finde ich ganz gut. Ja, habe ich schon verinnerlicht. Tschüss, danke.